Hallihallo und willkommen zurück bei FortressCraft mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. Jo, Libra. Genau. Wir haben gefarmt und überlegt, was wir machen und was es auf uns zukommt. Yep. Jo. Anduin hat schon begonnen, hier einige Produktionen aufzubauen. Ich räume nur kurz das Inventar aus. Ja, weil dann musst du das da erklären. Ich blick da nicht ganz durch. Du blickst da nicht ganz durch. Ich sehe gerade das Lager von Nickel- und Titaniumbahn und Goldbahn steht. Weil die stehen schon bis hier hoch, die Bahn. Ja, aber sie produzieren jetzt Harden Machine Blocks bzw. Elevate Blocks. Ja, genau. Aber das Lager stimmt, ist voll. Was einen Vorteil hat, weil wir die Bahnen, die jetzt kommen, halt komplett verwenden können für die Produktion. So, ich räume das da jetzt nur kurz weg. Ich erkläre nur ganz kurz. Hier gehen die Bahnen runter in das jeweilige Lager und wir werden auf der gegenüberliegenden Seite, also im Südosten, wieder, dass sie hochkommen, wo sie dann weg verarbeitet werden, ne? Ja, richtig. Also wir gerade erst aufbauen. Wir ziehen es im Südosten, also an der Ecke, dann wieder von den einzelnen Lagerstockwerken herauf, nach oben. Und an der Decke wird es dann verteilt, wo es. Naja, das weiß ich noch nicht, ob man es an der Decke hat. Einfach einmal, dass da reinstehen, also dass da raufkommen. Mehr brauchen wir mal nicht vorläufig. Okay. Da die Kohle muss da weg. Ja. Ja, also die großen Produktionen kommen daher, das erkläre ich dann nachher noch. Unten haben wir schon Kohle weg gearbeitet mit die Ich bin gerade beim Labor, da können wir reinschauen. Ich sehe jetzt, es gibt ja das Research. Das ruckelt alles ein bisschen. Ja, das ist aufgrund des Aufbaus da herum. Es gibt keine Experimente mehr, die wir noch lernen können. Ah ja, stimmt. Also Projekte. Das ist alles fertig, wenn man dann hier schaut in der Research Station. Dann gibt es da nur mehr 18 Rezepte. Das heißt, wir haben die Zeit genutzt. Ich habe einiges an diesen Kapseln gefarmt. Mhm. Wir haben relativ viel dazu gelernt. Wenn man jetzt da reinschaut in den Crafting Table, dann seht ihr hier verschiedenste Sachen, die dazugekommen sind. Zum Beispiel der Refinery Controller und. Das werden wir uns im späteren Verlauf alles anschauen. Und große Turrets und so können wir jetzt dann machen. Richtig, ja. Missile Turrets. Cool. Ja, was ist da passiert? Ich habe da begonnen, ein bisschen die Produktion zu erweitern, zumindest damit, dass wir die Platten schon bauen können mit jedem Erz. Mhm. Das ist einmal aufgebaut. Dann, da ist der Harden Machine Block, das ist momentan leer, weil der Harden Machine Block wird auch benötigt, um Alloyed Blocks zu bauen, und das machen wir hier. Und die Alloyed Blocks braucht man für? Da schauen wir kurz rein, das sind diese Regenbogenfarben. Mhm. Und die Alloyed Blocks brauchen wir für die nächste Generation von Laser. Okay. Von Power Storages. Okay. Und jede Menge Maschinen, die wir auch bauen. Und aus denen, glaube ich, geht es dann weiter, dass man in, wie heißt das, da habe ich auch schon die Maschine gebaut, weiß jetzt nicht, also es gibt dann noch einen Block weiter, einen Enhanced Machine Block, glaube ich, oder so heißt der. Okay. Die Maschine habe ich noch nicht aufgebaut, das werden wir auch in einer der Folgen vornehmen. Dann bauen wir da gerade Copper Coils. Da ist eine Riesenstraße mit 10 Storage Hopper da herinnen. Ja, okay. Warum da momentan, glaube ich, noch nichts passiert ist, weil das Kupferlager, oder weil die Bahnen momentan, glaube ich, gerade durchlaufen Richtung Lager. Ich habe mir da was notiert, ich hole mir da kurz einmal den Zettel. Wir benötigen nämlich die, wo man die Akkus baut. Für einen ASA, also da kann man in ASA damit laden, mit diesen Batterien, die da entstehen, und man braucht die Batterien auch für gewisse Produktionen. Und zwar müssen wir da von der MK1 bis zur MK5 rauf, und dazu benötigen wir 4096 MK1 von diesen Akku-Erstellern, 20.480 Copper Coils
und 4096 Power Storage Blocks. Jo. Okay. Also ein Langzeit-Farming-Ziel. Wir könnten einfach diese, damit die Kupferbahn hier bleiben, dann stellst du halt ein Rohr quer oder sperrst ab. Wäre das eine Möglichkeit? Jo. Jo. Ich habe extrem viele, ich schau mal. Kann man auch machen. Extrem viele Kupferbahnen im Inventar. Mach so. Die kann ich ja unten einlagern, dann ist es gleich voll. Dann ist wirklich geht auch, ja. Gleich. Laufst du jetzt runter, oder? Ja. Dann gebe ich da vielleicht rein Erze. Okay. Und zwar habe ich da 4 Nickel. Es ist nicht viel, aber die sind bei der Unmenge an Energietypen, die ich da unten gefunden habe. Ja, stimmt. Nickel, Gold und Titanium habe ich da jeweils ein paar reingelegt. Ja, passt. Die werde ich so, dann habe ich für uns was vorbereitet. Ja, da sieht man jetzt diese Produktion. Genau, Advanced Machine Block Assembler. Das ist diese Maschine, mit der man dann die Advanced Machine Blocks bauen. Diesen Block brauchen wir dann für also Reaktorkomponenten, Refinery-Controller und, also für die ganzen hochwertigen Produktionen benötigen wir dann diesen Block. Liquid Resin sind wir auch drauf gekommen, wozu wir das dann verwenden können. Aus dem baut man dann einmal diesen Treibstoff, mit dem der Reaktor läuft. Okay, ja. Da werde ich dann einhaken. Ich werde die Befeuerung da drüben schützen. Auf die werden es auch losgehen, die lieben Angreifer. Die Wespen sind ja noch das Geringste. Die normalen, ne? Ja. Wir haben ja noch nicht die Elite und die Queens, ja, haben wir noch genau. Gesehen. Ich habe da schon mal begonnen, hier den Steg zu bauen. Und ja, das geschützte Gebäude, genauso hoch wie das andere, wird genauso abgesichert. Ja, gleiches Design, das wird ein bisschen spacig auch hergerichtet. Oh, wird nett. Ja, was mache ich momentan? Ich nehme gerade aus dem händischen Inventar raus. Ich habe vorbereitet 23 Meseritas. Und ca. 1500 Crystal Clocks, ein bisschen mehr sind es dann im Endeffekt geworden. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich habe da drüben noch zwei Kohlevorkommen angehängt. Ja, und wenn die weg sind, werde ich den Zulauf von der angereicherten Kohle rüber machen. Zu der Befeuerung für den Hive. Jupp. Die ist schon ziemlich ausgenuckelt. Da ist noch ein bisschen was, okay. Und da oben, das läuft auch. So, das muss ich dann das nächste Mal sortieren. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Gut, ja, jetzt haben wir da den Meseritter und die Crystal Clocks und jetzt schauen wir da rein. Wir werden jetzt bei mir in der Aufnahme gleich einmal unsere Kohleproduktion erweitern. Das weiß ich nur nicht, wo der Kohle anreiche. Ich glaube, da ist er herinnen, oder? Ja, ja. Was soll ich machen? Und zwar gibt es da zum Kohle-Enricher, den wir ja schon haben. Zur angereicherten Kohle kann man die nochmals verdichten und dazu braucht man die Crystal Kohle Infuser. Und wenn man da reinschaut beim Crystal Kohle Infuser, dann brauchen wir da die Meseritas, die Crystal Clocks, die Organic Rocks habe ich vergessen und die Charged PCBs brauchen wir auch noch. Ich hoffe, da habe ich sehr ausreichend. Sehr schön ist das alles hier. Charged PCBs. Da drüben, das gehört und weg dahin. Und Organic Rocks, haben wir gesagt. Da dran. Das heißt, das werde ich aber aufmachen. Add and remove, das ist in Arbeit, das liefert. Okay, so, dann mache ich andere zu. Habe ich noch wo Charge PCB ist oder habe ich die jetzt vergessen? Locked. Damit das schnell abgebaut wird. Locked. Ja, den Platz brauchen wir. So, jetzt schauen wir mal. Ja, da brauchen wir mehr. Na cool. Jetzt fehlen die Charge PCBs. Wie man bei mir im Inventar sieht, fleißig gefarmt. 620 Storage Hopper, 579 Pipes, davon sicher schon, glaube ich, 1000 verbaut. Vorher. Gut, da ist das Kupferlager. Hm.
So, die legen wir mal ab. So viele brauche ich ja nicht. So. So, dann Kupfercoils und passt. Gut, dann erstellen wir schnell beim Lithium, wo ist es? Ah, das ist da noch nicht angeschrieben. Kupfer, Eisen, da ist das Lithium. Und ah, doch. Ich habe es eh schon gebaut. Passt. Was? Ich hab's nur nicht rausgenommen. Zack. So. Gut. Also Kupfer ist gleich voll, die Bahn, die behältst du dann gleich ein. Die, was dann produziert werden. Was soll die einbehalten? Na, die Kupferbahn brauchst du doch, hast du gesagt, oder? Nein. Hm? Ach so, die Produktion bei der Kupfer. Nein, die Copper-Coils, die erstellen sie für selbst. Es ist nur, dass die Leitung voll wird, ne? Na, dann laufen sie runter. Ja. So, ja, wir sollten jetzt die 23 so. Meseriters haben, wir Charge PCB müsste ausreichen, Organic Rock müsste auch ausreichen und die Crystal Clocks ebenfalls. Und damit erstellen wir jetzt die Crystal Coal Infuser. So, da sind wir im Zinngeschoss. Ein bisschen mehr Crystal Clocks, ne? Ich habe begonnen, zwei Zuläufe zu den Smeltern zu machen. Und die haben dann so effektiv gearbeitet, dass das Lager leer ist vor dem... Im Zinn, ne? Dass der zweite, ja, genau, Zulauf dann gemacht. Ja, ich werde mehr Zinn anhängen unten. Einfach damit das Lager wieder gefüllt wird. So, jetzt haben wir die Crystal Coal Infuser. Und Zinn brauchen wir massig. So, das gefällt mir so nicht. Wir machen das. Doch, es gefällt mir so, leider. Ich brauche dann noch eine zweite. Warte mal. Also die passt. So, ich drehe mal um. So, und du kommst halt da hervorn dann rauf. Oder vielleicht hier. Mhm. Puh, okay. Gut, und jetzt bauen wir das da unten auf. Dazu habe ich bei der Kohle schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ja, nicht wundern, da ist ein riesen Energiewand aufgebaut. Ja, genau, die haben wir auch gemacht. Du. Und zwar genau, da werden wir da jetzt Option. Hier die Leitung kappen. Zinn, zinn, zinn. Läuft hier, 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 hier. Genau. So. Dann, Storage Hopper. Wie weit bin ich da? Okay, das ist Zinn und da drüber eins nach oben. Okay. So, dann kommen da Storage Hopper her. Es sind halt noch extrem viele Erze in den Geschossen. Aber wir werden das schon hinkriegen. Der genau, ist genau an der Kante, genau. Gut, und jetzt müssen wir eigentlich bis hierhin alles weg. Moment. Das muss alles weg da. Da kommt ein anderes Zinn vor. Ah, ich weiß schon. Weg damit, weg damit. So, dann bauen wir jetzt da die Leitungen auf. Rauf, rauf. Die habe ich deshalb quergestellt, dass die angereicherte Kohle, die da produziert wird,
dass uns die jetzt nicht gleich die Storage Hopper vollfüllt. Weil wir ja jede Menge angereicherte Kohle durch die Storage Hopper da vorne bekommen und ich möchte dann aus dem Inventar wieder rauskriegen. So, nochmal runter. Ich schau mal gleich an, was du gemacht hast. So. Oh, der Zinnblock ist mörderdick. Okay, und das kommt jetzt direkt da rein, glaube ich. Ist am Scheitern. Ja. Okay. Trapp, 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 trapp. Eins hoch und das zweite hoch. Und da müsste die zweite Leitung rauskommen. Ja. Mädel, du bist klug. Nix sagen. Gut. So, zweite Zinnleitung. Bin ganz auf die Pipes konzentriert. Ist gut. Gut so. Und noch eins hoch. Ups. So, jetzt haben wir das da mal verbunden. Ja, die Storage Hopper, die da stehen und schon voll sind mit angereicherter Kohle, also mit der Anreicherung praktisch die erste Stufe. Die wir eh schon immer verwenden. Die habe ich da händisch befüllt, damit ich eben aus dem Inventar was rauskriege. So, jetzt werden wir schauen, dass wir da schon mal beginnen, einiges reinzufüllen. Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, wie schnell diese nochmalige Verdichtung ist von der Kohle. Ah, okay. Das ist vom Wirkungsgrad her sehr viel höher, aber ich weiß ja eben nicht, wie lange der braucht und deshalb schauen wir, dass wir da dazwischen einen Bufferblock haben mit angereicherter Kohle und nachdem wir von der schon sehr viel haben, füllen wir natürlich diesen Bufferblock da dazwischen schon mal auf, damit das von Beginn an gleich wegarbeiten kann. Da muss ich jetzt natürlich schauen, wo ich noch hinkomme. Wenn ich gesagt hier... Das wird passen. Es kommt sowieso wieder weg oder wird angepasst. So. So, jetzt befüllen wir das da. Okay. Da geht's dann rauf. Auf. Ja. Ja, was haben wir noch in der Zwischenzeit gemacht? Wir haben mehrmals zum jeweiligen Erzvorkommen gesucht, weil uns dazwischen immer wieder die Erzvorkommen also abgebaut wurden. Genau, ich kann nur sagen, Eisen haben wir einen Megablock. Ja. Gleich in unter unserem letzten Geschoss, ne, haben wir den gefunden. Ja, der Funktion, also das vorläufig das letzte Geschoss. Halbe Geschoss aus, würde ich mal sagen. Tibor hat ihn freigelegt und es war wirklich ein Riesending. So, jetzt bauen wir da die nächste Reihe ab. Wir müssen jetzt relativ schnell sein, weil wir das Problem haben, dass natürlich die angereicherte Kohle momentan noch immer verwendet wird da oben. Dass uns nicht beginnt, das alles zum Leerwerden. Weil ansonsten fehlt uns die Energie. Okay, soll ich dann eigentlich von der nächsten Kohle, die du jetzt magst, zum Hive rüber legen, eine Leitung? Ja, ja, aber es gibt ja die angereicherte, die wir jetzt haben, gibt es nur mehr als Bufferblock dazwischen. Okay. Es gibt dann
rechts von der neuen Produktion sowieso nur das neue. Hoppala. Okay. Das habe ich jetzt viel weggenommen. So, habe ich Erze? Ja, 5 Erze, die werde ich vorhin gleich reinlegen. Ja, und gleichzeitig, wenn wir das schon mal angreifen, da, dann werden auch die Fließbänder gegen Pipes ausgetauscht. Okay. Ihr wisst ja, unser Ziel ist es ja, dass wir keine Fließbänder mehr verwenden. Das war ja nicht zu Beginn. So lange halt, bis wir für die Pipes das Notwendige zusammen hatten. Wie schön, es fließt, es fließt. Wir stellen zwar provisorisch vor allem heroben, wenn es darum geht, dass wir irgendeine Kohle oder so abbauen, stellen wir noch immer Fließbänder auf, aber nur die, die wir halt schon haben. Und weil ja die wieder abgebaut werden, aber bei allem, ja, was jetzt stimmt, fix stehen bleibt, also auch bei unserer Dachkonstruktion, bei der Verteidigungsanlage, wird dann einmal gegen Pipes ausgetauscht. So ist es. So, ich bin in der Kohleregion. Yes. Und wie das alles schön rot leuchtet. Bin hin und weg.